und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Vlog. Ich sitze hier gerade beim Essen mit meinem kleinen Junemann. Ihr habt schon gesehen, was er isst, und er isst gerade noch den Rest vom Frühstück. Ein wenig Haferflockenmatsch mit Banane und Milch. Willst du was? Willst du gar nichts mehr? Und ich dachte, ich nehme euch noch mal ein bisschen mit. Ihr habt gerade eben schön gesehen, was wir zum Mittag hatten. Ich habe Burritos gemacht. Mit Hackfleisch. Bist du schon wieder müde, mein Schatz? Und dann waren wir gerade ein bisschen draußen spielen. Und jetzt wollte ich gleich ein wenig in meinem Nähzimmer kreativ sein. Ich hole ihn mal gerade raus, Moment. Und ich dachte, ich nehme euch noch mal ein bisschen mit, weil ich auch gezielt Sachen produziere. Denn meine Mama hat nächste Woche neue Eröffnung von ihrem Laden, da sie umgebaut hat. Und ich mache da auch einen kleinen Stand und bin schon fleißig dafür am Produzieren und nehme euch mit. Prost! Da kam was mit. Ich zeige euch gleich mal, was ich alles schon fertig gemacht habe für den Markt. Und diese hier, die möchte ich gerne auch als kleine Geschenk mit Bringsel quasi verkaufen. Und ich versuche noch, oder ich suche noch eine schöne Packung dafür. Ich habe ja so einen Plotter, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Da kann man so wunderschöne Verpackungen zum Beispiel mit ausstanzen oder ausschneiden lassen. Und ich habe schon das ganze Internet durchsucht und irgendwie werde ich nicht fündig. Mal gucken, vielleicht kriege ich die noch hübsch verpackt, wenn nicht, dann bleiben sie halt doch wieder hier. Jahres macht gerade seine Lieblingsbeschäftigung, ausräumen und einräumen. Und er liebt es, mit meinem Washi-Tape zu spielen. Und mit diesem schönen Korb, den ich im Action Hall gezeigt habe. Da reintun. Guck mal, tu das mal da rein. Hier rein. Hier rein. Ja. Ja, super. Supi. Super. Schön einräumen. Mein Nähzimmer kann sich jetzt übrigens endlich wieder sehen lassen. Vielleicht habe ich auch deshalb nicht so lange nicht gevloggt, weil es einfach ganz furchtbar aussah hier. Ja, das räumt mir halt alles immer aus. Und jetzt habe ich mal einen kurzen Moment, wo mal wirklich ein bisschen Ordnung ist. Ich gehe nämlich jetzt an alle Schränke und ich habe mal ein bisschen sortiert hier auf meinen Nähtisch, mal ein bisschen aufgeräumt. Jetzt kann ich mal kurz hier die Ordnung nutzen. Und während des Aufräumens sind mir so viele Ideen gekommen, wenn man die ganzen Sachen in der Hand hat. Und das zeige ich euch jetzt mal, was ich alles schon gemacht habe. Es ist zwar etwas dunkel hier, aber vielleicht könnt ihr es ja trotzdem sehen. Hier habe ich ganz viele Karten gemacht. Hier sind Schüttelkarten. Dann sind hier also ganz viele Glückwunschkarten und solche. Dann sind hier Schlüsselanhänger und ganz viele Mutterpasshüllen für alle Schwangeren da draußen. Handyhüllen. Und ganz süß finde ich auch diese hier. Das sind so Baby- oder Kinderkissen. Die sind ganz weich. Kann man als Babygeschenk zur Geburt oder so super verschenken. Nähgläser habe ich noch. Und hier sind schon Mützen- und Halstuchsets für Babys. So, ihr seht, ich bin nicht am Basteln. Ja, es war so quengelig. Deswegen sind wir jetzt erstmal spazieren gegangen. Ja, du bist am Quengeln und am Rumquatschen. Vielleicht merkt ihr auch den Wetterumschwung, weil es ist gerade unfassbar schwül. Und es soll nachher gewittern und ab morgen ist es vorbei mit dem schönen, warmen Sommer. Deswegen nutzen wir jetzt gerade auch noch hier das schöne Wetter. Ich schwitze zwar wie so ein Elch,
keine Ahnung, wir sind echt schwitzt, aber bestimmt viel. Genau, mal gucken, vielleicht komme ich heute irgendwann noch dazu zu basteln. Aber so ist es halt mit dem Kind. Man muss sich nach dem Kind schon mal richten. Ja, was? Wenn du keinen Bock mehr hast, dann kannst du auch mal raus. Planänderung. Mal wieder. Ob ich heute noch dazu komme, irgendwas überhaupt zu machen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mache ich gerade noch was für eins meiner Patenkinder, die Finja. Die kommt nämlich morgen in die Schule und da wollte ich noch was Kleines nähen. Ich zeige euch jetzt gerade mal, wie weit ich bin. Und zwar wird das ein Mäppchen. Ich zeige euch gleich, wie es dann fertig aussieht. Mittlerweile haben wir schon Donnerstag, den nächsten Tag. Ich konnte gestern nicht mehr vloggen, weil es einfach nicht möglich war mit Yaris. Der war nur am Quatschen the whole day. Aber heute geht's besser. Jetzt schläft er gerade und wir fahren gleich los zum Kaffeetrinken der Einschulung. Heute Morgen wäre es für uns etwas zu früh gewesen. Wir müssen nämlich auch noch ein bisschen fahren. Aber ich wollte euch noch das Mäppchen zeigen, wie es geworden ist. Und zwar, this is it. Ich habe es befüllt mit vielen Bonbons. Sehr gesund. Genau, und jetzt überlege ich, ich habe noch ganz bisschen Zeit, was ich jetzt noch mache mit dieser Zeit. Ich habe noch 3 Aufträge für Mützen zu erledigen. Und ich glaube, ich schneide schon mal die Stoffe zu. Und dann kann ich die morgen nähen. Genau. Also alles wieder anders als ich wollte, aber so ist das nun mal. Ich mache dann einfach das, was gerade aktuell ansteht. Und das sind jetzt die Mützen. Und mal gucken, ob ich noch vielleicht dazu komme, noch Karten zu machen für den Markt. Ansonsten, ja, lasst euch einfach überraschen. Ich sage jetzt nicht mehr, was ich machen will, weil das wird sowieso nie klappen. Und genau, ich zeige euch jetzt einfach, was ich jetzt machen werde und viel Spaß. Hier seht ihr nochmal das Geschenk eingepackt. Und zwar bekommt Finja auch noch ein Tiptoy-Mathebuch für die 1. Klasse. Das finde ich ganz cool, diese Tiptoy-Sachen. Sie hat schon ganz viel davon und das ist, glaube ich, eine gute Sache. So, Stoffe haben sich die Besteller folgende ausgesucht. Und zwar einmal hier so einen schönen Stoff in Mint mit so Sternen und ein Dunkelblau. Das sieht jetzt schwarz aus. Dunkelblau mit diesem hier. Das gibt, werden solche Wendebeanies. Hier ist schon eine fertig. Und die nächste Bestellung hat diesen beigen mit dunkelblau und dann noch für ein Mädel diese süßen Stoffe. Das ist auch so ein Sternstoff mit so einem Aprikotfarben. Genau, die muss ich zuschneiden und nähen. Ich bin allerdings gerade am Kochen nebenbei und nehme ich jetzt mal mit runter. Ich habe nämlich meine erste One-Pot-Pasta gemacht. Die ist gleich fertig und danach müssen wir, wenn der Yaris dann wach wird, müssen wir auch schon fahren. Deswegen werde ich das doch nicht schaffen heute Mittag noch, vielleicht heute Abend oder morgen dann. Aber jetzt erstmal zum Essen. Ihr brutzelt alles lecker, lecker. Yummy, yummy. Ist eher irgendwie wie eine Suppe geworden. Aber richtig. Morgen! Wir haben schon Freitag heute und ich habe gestern Abend natürlich nicht mehr geschafft, nachdem wir wieder zu Hause waren von der schönen Einschulungsfeier. Deshalb, wir haben jetzt kurz vor 11, Yaris schläft noch, muss ich schnell nutzen. Und ich muss noch eine Beanie heute nähen, die muss heute noch in die Post.
Und gerade bin ich dabei, eine neue Farbe einzufädeln, und zwar dunkelblau, weil die Farben sind dunkelblau und Mint. Und sonst sieht man bei dem Weiß, wenn ich weißes Garn nehme, ach Quatsch, sonst sieht man bei dem Blau, wenn ich weißes Garn nehme, den Faden vielleicht zu sehr. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, mache ich doch mal einen blauen Unter- und Oberfaden. Und das ist jetzt drin in der Maschine. Und jetzt wird, ich habe das schon zugeschnitten, so sieht das aus. Und jetzt geht's los. Wie genau so eine Beanie zu nähen ist, habe ich bereits in einem Video für euch abgefilmt, ein Tutorial, und den Link dazu setze ich euch in die Infobox und auch hier oben in die Infokarte. Und wisst ihr, was mir droht, wenn ich diese Mütze fertig habe? Steuer machen! Wer macht gerne Steuer? Der kann gerne meine machen. Naja, wird nicht gemeckert. Ich warte ja immer noch auf das schlechte Wetter für die Steuer. Weil bei gutem Wetter kann man ja keine Steuer machen. Das wäre ja viel zu schade. Mütze ist noch nicht ganz fertig, aber Jahres ist wach und ich dachte, ich gehe mal zusammen in sein Zimmer und hole ihn aus dem Bett. Hallo! Bist du wach? Bist du wach? Ist fertig. Einmal von dieser Seite und von der anderen Seite. Sonne geht langsam away und das heißt für mich Steuern. Juhu! Oh man, ich habe keine Lust, aber ich muss jetzt. Jahres geht jetzt gleich mit dem Papa spazieren. Bist du gerade am Drücken oder was? Und dann muss ich die Zeit nutzen und setze mich an die Steuer. Ja. Und nächste Woche habe ich sie dann hinter mir und dann habe ich es geschafft. Dann kommen wieder schöne Dinge, wie zum Beispiel der Markt nächste Woche. Und ich versuche euch nächste Woche auch nochmal mitzunehmen, nochmal zu vloggen, damit ihr auch sehen könnt, was sonst noch so für Sachen entstanden sind. Oder vielleicht schaffe ich es euch auch mitzunehmen, wenn ich diese Sachen herstelle. Genau. Und muss mal gucken, was der Jahresmann macht. Schön Schubladen ausräumen. Ganz hoch im Kurs. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.